ist er denn? Wer ist er? Hallo? Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Wichmann Motorsport, ansässig in Gießland, Neuenwalder Straße 117. Dies war eine Anmoderation im JP-Style. Was machst du denn da jetzt? Wir wollen heute ein bisschen Marderscheuche einbauen. Marderscheuche einbauen? Ja. Aha, 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 aha. Wir haben hier Polo vom Kunden. Kam an, läuft nur auf zwei Zylindern. Wir haben festgestellt, ist ein Kabel angebissen gewesen. Hier von der Zündspule. Das haben wir jetzt schon repariert. Deswegen ist hier jetzt so ein schickes gelbes Reparaturkabel drin. Ja. Ja, habe ich mit dem Kunden drüber gesprochen und er möchte gerne so eine Marderscheuche jetzt haben, weil er hatte das wohl bei dem anderen Auto, was er noch hat, auch schon mal. Und ja, hat er halt keine Lust mehr zu und deswegen sollen wir jetzt eine Marderscheuche einbauen. So, das sind die beiden jetzt hier also, oder? Genau, wir haben hier zwei unterschiedliche. Die eine ist autark, diese. Die baust du halt nur ein, was heißt nur, du baust sie ein. Und die wird über Batterien betrieben, wie hier jetzt zu sehen ist, mit 4 AA-Batterien. Ja. Dieses Modell wird auch an Zündungsplus mit angeklemmt. Kunde hat aber gesagt, er hätte gerne diese, die findet er schöner. Also das heißt, diese hier schließt man an eine Autobatterie mit an, oder? Ja, genau. Diese wird an eine Autobatterie angeschlossen und die deaktiviert sich, sobald sie ein Zündungssignal bekommt. Okay. Diese M229 wird über Vibration deaktiviert. Ja, das heißt, wenn der Motor läuft und sich schüttelt, genau, dann schaltet die sich automatisch ab. Die hat da so einen Vibrationssensor drin. Okay. Das geht halt alles vollautomatisch. Und diese ist für den Laien auch einfacher einzubauen. Also, wenn ihr die selber einbauen wollt. Ja, nicht schlecht. Das geht alles noch ein bisschen was einfacher. Also das könnte ich sogar, meinst du? Ja, ob du das nur kannst, das weiß ich nicht, weil du bist ja Kameramann. Na? Also das müssen wir mal gucken. Ja. Okay. Wir machen nachher mal eine Abfrage, ob du richtig aufgepasst hast. Gut. Ja, schauen wir mal, was wir hier haben. Also, das ist einmal das Hauptgerät mit dem Kabel. Mhm. Und dann haben wir hier halt noch diverse Hochspannungsplatten, wo der Marder nachher schön drauf tapsen muss. Wir haben noch ein Warnschild. Damit der Mechaniker nicht drauf tapst. Genau. Damit der auch seine Griffe beiseite nimmt. Aber dafür kann man das ja an- und ausschalten, sagst du, ne? Genau. Die Anlage hat hier noch einen separaten An- und Ausschalter. Da kannst du die auch noch komplett mit deaktivieren, okay, dass sie gar nicht mehr angeht. So. Und eine schöne Einbauanleitung auf Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Polnisch, Russisch. Ist also für jeden was dabei. Das klingt doch gut. Genau. So. Das Ganze funktioniert dann in folgender Weise. Wir werden diese Platten im Auto montieren. Und dann wird da dieser Kabelstrang, da werden die quasi nur so raufgeschoben. Achso, dann kannst du die verteilen, wie du möchtest. Genau, die kannst du hinbauen, wo es gerade passt. Natürlich in Abhängigkeit von der Kabellänge. Ja. Das musst du dann so ein bisschen erstmal eben gucken. Und wenn du das alles platziert hast, dann hast du hier kleine Schrauben. Mhm. Ich weiß nicht, sieht man die überhaupt so? Ja, die sieht man. Und dann drehst du eine Schraube von hier oben rein, dass du die eine Kabellitze erwischt, mhm, dass du dann Kontakt herstellst. Und die andere drehst du von unten rein, damit du hier beide Platten hast, dass der Strom durchkommt. Und wenn der Marder dann hier rauftappst und da mit der Schnauze dran rumschnüffelt, dann gibt es einen kleinen, kurzen, gezittert, so dass er vertrieben wird. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Genau. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir das Ganze hinpacken. Achso, nicht zu vergessen, im Lieferumfang sind, soweit ich weiß, keine Batterien dabei. Wir müssen hier noch Batterien einlegen vorher. Aber normale, haushaltsübliche Batterien. Normale, haushaltsübliche Batterien. Das können wir ja mal eben als erstes machen. Genau.
So, da schraubt man hier das Batteriefach auf und da kommen dann die Batterien rein. Ist hier auch genau beschrieben, wie rum die eingelegt werden müssen. Das machen wir jetzt mal eben schnell. Einmal so. Tja, so. Das ist ja einfach. Zack. Ausschalten, ganz wichtig, ne? Nicht, dass wir selber nachher eingezittert kriegen. Wollen wir ja nicht. Wieso, können wir nochmal ausprobieren? Ja, aber dann steht der Marder daneben und lacht sich doof. Ja, dann kommt er auch nicht mehr. Denke auch, bei dem gehe ich nicht mehr hin. Der ist ja auch ein Mann, du. Wenn Herzschrittmacher hast, war es das Letzte, was du getan hast. Ja, das kann passieren, ja. Das wäre natürlich doof. Oder die Pumpe geht kurzzeitig auch voll aus. Ja, oh. Das kannst du auch haben. Ja, dann kannst du schnell einen Marathon laufen. Genau. Dann gewinnst du jeden Ironman. Ist nur gerade doof, wenn gerade keiner läuft. Yes. Ach ja. So, schauen wir das schon mal wieder zu. So. Schrauben kann er auch, das ist gut. Manchmal. Manchmal. So, schneiden wir das hier schon mal eben auf. So, dann müssen wir jetzt hier mal gucken, wo wir das Ganze wohl so platzieren. Ran ans Auto. Yay. So. Wir haben das Ganze jetzt mal grob positioniert, wo wir mit den einzelnen Spannungsplatten hin möchten. Ja. Wir haben uns also überlegt, einer soll hier so auf dem Motorlager sitzen, auf dem Halter. Zwei machen wir hier hinten so auf dem Saugrohr. Aha. Die nächste kommt hier unten am Kabelstrang. Ich würde sie auch gerne hier jetzt irgendwo im Bereich der Zündspulen mit hinbauen. Wir haben aber das Problem, dass hier der Auspuff ist. Und in der Anleitung steht drin, dass du das eben wegen der Temperaturentwicklung nicht direkt über den Auspuff bauen sollst oder generell an Stellen, die richtig heiß werden. Okay, wegen dem Kabel jetzt, weil das sonst anschmilzt oder? Ja, genau, weil das Kabel anschmilzt und auch weil diese Kunststoffhalter von diesen Hochspannungsplatten, weil das ist ja hier durch Kunststoff getrennt, ja, dass es gegeneinander isoliert ist, sonst hätten wir einen Kurzschluss, weil das sonst eben wegschmilzt. Ja. Das wäre schlecht. Das ist schlecht, weil dann ist ja kaputt. Mhm. Ja. Deswegen können wir hier jetzt leider so nichts hinbauen. Das hätte ich sonst gerne gehabt. Weil wenn er hier schon gebissen hat, dann hätte das ja Sinn gemacht. Ja. Na. Aber dafür hat man denn noch den Ultraschall aus dem Gerät hier, oder? Genau. Dafür haben wir ja noch den Ultraschall-Lautsprecher hier. Dass, wenn der hier irgendwo hochkommt, das strahlt schön in diese Richtung nochmal zusätzlich. Ja. Ja, wie gesagt, eine Platte hier noch hin. Und dann jeweils noch hier neben Luftfilter, eine da und dann sollte das eigentlich so funktionieren. Das Gerät haben wir da unten mit Klett befestigt. Kriegst du überall so im Baumarkt und sowas. Das ist dann sind so dünne Streifen mit doppelseitigem Klebeband. Mhm. Dann kann man für einen späteren Batteriewechsel, wenn die denn irgendwann mal alle sind, kannst du das dann leichter rausnehmen, dann musst du nicht mal alles losschrauben. Das stimmt, das macht Sinn, ja. Ja, dann fangen wir jetzt mal an, das Ganze so ein bisschen genauer zu positionieren, letzten Endes, und die Kontakte herzustellen. Hier einfach mal so ein Kabelbinder. Ja, das ist ja sowieso bei jedem Fahrzeug anders, ne? Wo man die Dinger befestigt, das ist ja nicht jedes Auto gleich. Nein, das muss immer individuell probiert werden, da gibt es keine Patentlösung für, dass du sagen kannst, bei Fahrzeug XY musst du das so und so machen. Sicherlich, wenn du selbes Auto hast, dann könnte man es so machen. Also sprich, wenn jetzt irgendjemand auch so ein Polo hat, dann kannst du das natürlich machen. Dann kannst du dir das angucken. Aber ansonsten musst du immer ein bisschen gucken, wie und was und wo. Der Kunde muss einfach nur aufpassen, dass das nicht anbaut, wo es heiß ist. Genau. Ja, das kann man sich ja gut merken. Genau. Nicht, wo es heiß ist, nicht im Spritzwasserbereich. Ja. Das ist eben ganz wichtig, weil wenn die Platten untereinander Wasser bekommen, dann gibt es einen Kurzschluss. Und dann kannst du eine neue Marderscheuche kaufen. Ja. So.
Hat so ein bisschen was Rallye-mäßiges mit dem roten Kabel. Ja. Du weißt ja, warum das Kabel rot ist. Wegen 10 PS mehr Leistung, würde ich sagen. Ja. Das auch. Ich denke mal, damit der Mechaniker das gleich sehen kann, dass es ihm gleich ins Auge sticht. Du hast es verstanden? Ja. Muss man hier natürlich so ein bisschen auf sorgfältige Verlegung achten. Mhm. Nicht, dass man das alles so frei rumfluggern lässt. So, und ich gehe halt immer bei, ich habe jetzt erst die Platten halt alle raufgeschoben, dass das grob da sitzt. Und halte mir die jetzt hin und drehe dann erstmal eine Schraube da rein, dass das Ganze fixiert ist. Das sind jetzt diese Schrauben, wo man den Kontakt mit herstellt, ne? Genau. Okay. Beim Anziehen auch ein bisschen mit Gefühl. Die kriegen jetzt keine 100 Newtonmeter, sag ich mal. Dann sind sie kaputt. Genau. Dann reißt du die Schrauben nämlich aus dem Kunststoff raus. So, ganz wichtig, die Schraube von hier hinten nicht vergessen. Die Schraube von hinten ist immer die Masse. Falls jemand das wissen möchte, was Plus und was Minus ist. Der untere Kontakt ist immer die Masse. Ohne die geht's nicht. Genau. In der Anleitung steht auch drin, dass man die Masseplatten auch noch mit der Fahrzeugmasse verbinden kann. Das sollte aber nur jemand machen, der da auch wirklich ein bisschen Ahnung von hat. Weil bei Fahrzeugelektrik, das kann auch manchmal sehr großen Schaden verursachen, wenn da jemand nicht so genau weiß, was er da tut. Also man kann, man muss es aber nicht verbinden. Man muss es nicht, man kann es machen. Und wenn man es macht, dann kann man die Angriffsfläche erhöhen, sage ich jetzt mal, für den Marder. Ja, weil dann muss der Marder zum Beispiel wie hier nicht zwingenderweise auf die obere und die untere treten, sondern es würde in dem Fall auch reichen, wenn er da drauf tapst und steht mit den Hinterfüßen hier drauf. Dann kriegt er auch einen kleinen Schlag. Ja. Ganz wichtig ist ja, es ist eine Marderscheuche, keine Tötungsmaschine. Genau. Das soll nur den Marder vertreiben, nicht ihn töten. Ja. Und nein, bevor du gleich wieder fragst, die Kabelbinder bleiben natürlich nicht so. Wo weißt du das? Ich kenne dich doch. Das kneifen wir zum Schluss ab. So. Wenn man die einbaut, natürlich immer ein bisschen mit drauf achten. So wie hier zum Beispiel ist hier ja der Behälter für die Bremsflüssigkeit drunter. Dass man jetzt das Kabel, sag ich mal, nicht hier noch so direkt quer rüberlegt. Weil sonst kriegt nachher jeder Mechaniker beim Service einen Anfall, wenn er die Hälfte immer wegbauen muss. Ja, da bist du jetzt auch direkt auf die Schrauben von dem Luftfilterkasten gegangen, ne? Genau, da habe ich einfach die Schraube vom Luftfilterkasten rausgedreht, weil das bietet sich an, da machst du nichts mit kaputt. Ja. Wenn du die losdrehst, ist sie halt erst nur lose, dann ziehst du ein bisschen hoch und dann kannst du die aber ganz einfach aus dem Kunststoff rausdrehen, damit machst du nichts kaputt. Ja, das ist doch geschickt. Ja, machen wir hier dran fest. Ja, da sind wir auch in der Nähe vom Steuergerät, das macht ja auch Sinn irgendwo, ne? Vom Motorsteuergerät, meinst du? Ja, ja. Also wenn er meint, dass er hier gerne die Kabel vom Motorsteuergerät anfressen möchte. Bekommt ihm jetzt nicht mehr so gut. Schlechte Idee. Hier nochmal eben. Ah ja, für Masse. Mhm. Genau. Das müssen wir gleich bei der anderen Platte auch noch machen, das haben wir ja eben noch nicht. Mhm. Das müssen wir gleich auch losnehmen. So. Ja, das kann man mal schnell vergessen. Und dann wundert man sich, wieso funktioniert das nicht? Genau. Ja. Aber dafür ist auch in der Bedienungsanleitung ist auch eine Fehlersuchhilfe dabei, wenn es irgendwie mal nicht funktioniert. Das ist gut. Also, da wird niemand mit alleine gelassen. So. Jetzt haben wir hier so viel Kabel über. Das lassen wir hier nicht einfach irgendwo rumfliegen. Ja. Das kneifen wir jetzt einfach mal hier so ab. Das ist jetzt auch keine exakte Wissenschaft. Das kann jeder so ein bisschen individuell machen. Kommt aufs Auto an. Genau, Kabel weg. Und damit wir auch hier keine offenen Kabelenden haben, weil da könnte ja auch irgendwie sonst noch mal einer gegenkommen oder das kommt hier irgendwo auf die Karosserie und produziert einen Kurzschluss. Ja. Das soll oder muss isoliert werden. Mhm. Ist ja mal so ein bisschen schlecht, jetzt hier so ein Ende zu isolieren. Deswegen gehe ich zum Beispiel immer bei und knicke das hier so einmal um.
Ah. Du bist ein richtiger Fuchs, muss ich mal sagen. Ja. Ne? Ja. Sag's nicht weiter, aber manchmal stinke ich auch so. So, und wenn du jetzt das Isolierband hier umzuwickelst, ja, dann hast du hier halt das andere Kabel drunter und kannst das schön stabil machen. Und das sieht auch ein bisschen anständig aus. Ja, ich denke, das dürfte jeder hinkriegen. Das denke ich. So. Na? So, wenn das denn da so sitzt, dann sieht das auch sauber aus. Man hätte das jetzt natürlich auch noch kürzer abschneiden können. Mhm. Wir lassen das jetzt aber so. Das kannst du hier dann einfach so ein bisschen runterbiegen. Wenn du jetzt willst, kannst du das auch noch hier drunter einmal mit festmachen. Das geht ja trotzdem noch, dass wir das da anschrauben. Ja. Das machen wir auch. Ach ja. Ja, sieht echt schick aus, muss ich sagen. Naja, ein bisschen ordentlich muss es ja aussehen. Genau. Weil ich sag mal auch mal später, wenn du mit dem Fahrzeug zum TÜV fährst zum Beispiel, dann macht das ja auch alles einen wesentlich ordentlicheren Eindruck, als wenn das da irgendwie so kreuz und quer reingeschmissen wurde. Ja. Ja, vor allen Dingen läufst du ja Gefahr, dass es vorne nachher irgendwie ein Lüfter kommt oder so, wenn du das nicht vernünftig festmachst. Zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel. Wenn du es nicht anständig festmachst, das Kabel kann durchscheuern irgendwo, dann hast du immer wieder Probleme. Und ja, irgendwann ärgert es dich ja auch. Und weil dann funktioniert die Marderscheu hier nicht mehr, dann hast du das Geld dafür ausgegeben. Ja. Haut aber nicht richtig hin und hat man dann ja schnell mal den Gedanken, das Ding ist scheiße, das taugt nichts. Ja. Aber da kann halt das beste Gerät nichts für. Wenn die Arbeit nicht anständig gemacht wurde. Ja, eingebaut ist das Ganze jetzt. Eingeschaltet haben wir das. Das siehst du, wenn du hier unten in der Ecke, da sind drei LEDs. Ja, genau. Oh, ja. Und da, wenn die mittlere regelmäßig blinkt, ist das System eingeschaltet. Ja. Die untere ist die Batterieanzeige. Wenn die aufleuchtet, dann sind die Batterien im Gerät alle leer. Mhm. Genau, dann müssen die ausgetauscht werden. So, und ab und zu siehst du ja, dass hier oben die blaue LED aufblinkt. Ja. Das ist dann der Ultraschall-Frequenzton da. Ja, den man als Mensch natürlich nicht hören kann. Genau, den hörst du so nicht. Kommt auch in unregelmäßigen Abständen, damit sich da der Marder auch nicht dran gewöhnt, dass er weiß, alles klar, keine Ahnung, Sekundenabstand kommt dieser Ton. Das ist irgendwie so per Zufallsgenerator, sag ich mal, über die Elektronik gesteuert. Ja, das ist ja geschickt. Ja. Ja, siehst du, Aufkleber ist auch drauf. Genau, Aufkleber ist drinnen. Dürfte jeder jetzt sehen. Entweder das rote Kabel, der gelbe Aufkleber, sehr auffällig. Genau. Ja, wir haben ungefähr eine Stunde dafür gebraucht, das Ganze einzubauen bei diesem Polo. Ja. Hier kommst du jetzt überall gut ran. Das kann natürlich, wenn du ein Auto hast, was im Motorraum wesentlich verbauter ist, kann das auch mal länger dauern. Also das war jetzt bei diesem Auto so grobe Richtung. Okay, ja, das geht ja vom Zeitaufwand. Ja. Siehst du wohl. Ja, wie sieht das so preislich eigentlich aus bei den Dingern? Da irgendwie? Also diese M229, die wir jetzt verbaut haben, liegt preislich so im Bereich 120 Euro. Ja. Die M176 ist ein bisschen was günstiger, die liegt sowas um die 70 Euro ganz grob. Hat aber dann auch einen kleinen Ticken mehr Installationsaufwand, weil das ohne Batterien funktioniert halt. Genau das. Ja. Da hast du halt ein bisschen mehr Zeitaufwand, weil du musst den Kabel legen, du musst dir im Auto einen Zündungsplus suchen. Ja, das dauert halt alles ein bisschen länger. Deswegen, das muss jeder für sich entscheiden, wenn er die selber einbaut, aber sagt, er nimmt die günstigere Variante und hat dafür ein bisschen mehr Arbeitsaufwand. Oder er nimmt die, sagen wir mal, einfachere Variante, die, sag ich mal, auch wirklich jeder Hobbyschrauber einbauen kann. Ja. Wenn er sich die Anleitung vorher mal eben in Ruhe durchliest. Ja, muss jeder für sich entscheiden. Was wir jetzt nicht gezeigt haben, im Vorfeld sollte man beigehen und den Motorraum einmal ein bisschen grob säubern. Und es gibt da auch noch so ein Marder-Abwehrspray, nennt sich das. Damit kannst du noch den ganzen Motorraum einsprühen, um erstmal den ganzen Marderduft überhaupt zu vertreiben. Denn was viele auch nicht wissen,
wenn ein Marder irgendwas angebissen hat, ist das nicht der erste Marder, der da war, sondern das ist in der Regel der zweite oder dritte, der den ersten gerochen hat und den möchte er vertreiben und deswegen fängt er an zu beißen. Okay. Der erste Marder macht in der Regel nichts. Der baut sich da ein schönes Nest und wenn er keine Lust mehr hat, geht er halt woanders hin. Ja. Nur wie gesagt, wenn der zweite kommt, der riecht den ersten, weil der ja seine Duftmarken auch überall da lässt. Und der zweite fängt dann halt an zu beißen. Ach so, und dann macht er ihm quasi sein Zuhause kaputt, was dann hier die Kabel und Schläuche sind. Genau, ja. Das ist halt so ein Revierverhalten von den Mardern. Ja. Und da der erste Marder ja nun nicht mehr da ist, riecht er das nur und überall, wo er den Geruch wahrnimmt, da fängt er halt an zu beißen, weil er den dadurch vertreiben möchte. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, freuen wir uns immer. Und schönen Tag noch. Ciao.